Pflichterfüllung und Vaterlandsliebe, wie Hindenburg sie uns vorlebt, werden uns aufwärts führen. Klein und niedrig wäre es, den Namen dieses Mannes herabzusetzen, der mit seinem ganzen Leben das Wertvollste gegeben hat, was ein Mensch für sein Vaterland geben kann. Das makellose Beispiel von Pflichterfüllung. Der Ruhm des Feldmarschalls Paul von Hindenburg gehört zu den konstituierenden Elementen der Weimarer Republik. Sein Name ist mit der Entstehung wie mit ihrem Untergang eng verknüpft. Ein durch Krieg und Revolution verunsichertes Volk hat einen General zur Galionsfigur erhoben. Geschnitzt auf den Bug des deutschen Schiffes, um böse Geister abzuwehren und Glück zu bringen. Für den Feldmarschall, den Präsidenten der Republik, hat sich der Ruhm, die unerhörte Popularität, die er sich erworben hatte, als die Quelle seiner Macht erwiesen. Selbst handelnd hat er nur selten von ihr Gebrauch gemacht. Er zog es vor, sich mit Würde schieben zu lassen. Von Natur aus bedächtig, konfliktscheu und entscheidungsängstlich, lieh er seine Autorität den Taten anderer. Andere haben in seinem Namen gehandelt. Seine Legende benutzt, um Politik zu machen und Interessen zu vertreten. Hindenburg ist mit ihren Motiven und Absichten identifiziert worden, ohne sie immer zu teilen. Er wurde das Opfer der eigenen Legende. Sein Ruhm aber hat daran keinen Schaden genommen. Der Mythos des genialen Feldherrn und nationalen Führers wird bis auf den heutigen Tag gepflegt und manipuliert. Die Legende vom Titanen, 1914 in wenigen Tagen entstanden, ist bezeichnend für die politische Urteilskraft eines Volkes. Nichts deutete in der Karriere des Offiziers Paul von Hindenburg und Benneckendorf auf eine ungewöhnliche, auf eine geniale Begabung. 1847 wurde er als Sohn eines Offiziers, eines altpreußischen Junkers in Posen geboren. 1859, mit 12 Jahren, trat er in die Kadettenanstalt Wahlstatt in Schlesien ein. Soldat zu werden war für mich kein Entschluss, so schrieb er später, sondern eine Selbstverständlichkeit. Im April 1866 trat er als Sekondeleutnant in das 3. Garderegiment zu Fuß ein. Nach den Kriegen 1866 und 1870 besuchte er die Kriegsakademie und tat Dienst im preußischen Generalstab. 1893 Oberst in Oldenburg. 1896 Stabschef eines Korps in Koblenz. 1901 Divisionskommandeur in Karlsruhe. 1903 kommandierender General in Magdeburg. Dem Militärkabinett scheint er als ein Mann des hohen Durchschnitts gegolten zu haben. Sein anerkannt tüchtiges Mittelmaß ließen ihn eine der 24 höchsten Stellen der Armee erreichen. Ohne Hofgängerei und ohne Protektion. Hindenburg besaß wenig Ehrgeiz, aber viel Standesgefühl. Er hatte sich den Ruf erworben, akkurat und fleißig zu sein. Schon damals beeindruckte er durch würdevolle Erscheinung und innere Ausgeglichenheit. Sein Äußeres kompensierte den erkennbaren Mangel an Initiative und Fantasie. 1911 erbat er den Abschied. Ohne je im Licht gestanden zu haben, verschwand er im Dunkel der Geschichte. In Hannover lebte er vom Ertrag einer ehrenvollen, aber nicht außergewöhnlichen Laufbahn. Der Name des Generals Paul von Hindenburg und Benneckendorf war nur wenigen in Deutschland bekannt, als im August 1914 der Krieg begann. Patriotische Ekstase begleitete die Mobilisierung Deutschlands für einen Zweifrontenkrieg. Das Volk befand sich im Augenblick der Gefahr in einem rauschhaften Einverständnis mit sich selbst. Der pensionierte General von Hindenburg dagegen schämte sich, in diesen Tagen auf die Straße zu gehen, weil er nicht reaktiviert worden war. Die Armee hatte keine Verwendung für ihn. Zwei Wochen später schon hatte der Krieg seine kritische Phase erreicht. Die 8. Deutsche Armee stand in Ostpreußen überlegenen russischen Truppen gegenüber.
Nördlich und südlich der Masurischen Seen rückten die Armeen der Generale Samsonow und Rennenkampf nach Westen vor. Der Befehlshaber der 8. Armee, von Prittwitz und Gaffron, glaubte dem Druck nicht standhalten zu können. Er schlug der obersten Heeresleitung vor, seine Truppen hinter die Weichsel zurückzunehmen. Die OHL unter dem jüngeren Moltke entschloss sich zum sofortigen Führungswechsel. Generalmajor Erich Ludendorff wurde zum neuen Chef des Stabes der 8. Armee ernannt. Als Oberkommandierender wurde ihm der General Paul von Hindenburg beigegeben. Der einzige Grund für seine Wahl war der Umstand, dass man von seinem Phlegma absolute Untätigkeit erwartete, um Ludendorff völlig freie Hand zu lassen. So formulierte es ein Augenzeuge, der General Wilhelm Gröner. Tatsächlich gelang es Ludendorff, gemeinsam mit Oberstleutnant Hoffmann das Konzept einer Umfassungsschlacht zu entwerfen, dem Hindenburg seine Zustimmung gab. Strategisches Geschick und militärische Fortüne führte am 29. August zu einem der größten Siege der Kriegsgeschichte. Die Russen verloren 3 Armeekorps, 100.000 Tote und eine gleiche Zahl von Gefangenen. Deutschland hatte eine Schlacht, aber nicht den Krieg gewonnen. Die nominelle Verantwortung für den Sieg lag bei Hindenburg, so wie auch die einer Niederlage auf ihn gefallen wäre. Die strategische Originalität gehörte indes nicht ihm, sondern Ludendorff und Hoffmann. Dennoch, der Ruhm des Sieges fiel ihm fast alleine zu. Hindenburg bat den Kaiser, die 4-tägigen Kämpfe bei Allenstein als die Schlacht von Tannenberg bezeichnen zu dürfen. Held dieser Schlacht war er selbst. Mit 66 Jahren beginnt seine wirkliche Geschichte. Deutschland erlebte in wenigen Wochen den meteorhaften Aufstieg eines Unbekannten zum Idol. Hindenburg, der Retter Ostpreußens, der Russenschreck, hatte sich durch die Dimension seines Sieges der Nation als Verkörperung deutscher Macht und Herrlichkeit empfohlen. Die Tat und der Typ imponierte einem Land, das nicht auf Genie, sondern auf Charakter setzte. Das Volk suchte sich einen Führer nach seinem Ebenbild. In Hindenburg fand es idealtypisch sich selbst. Die große, massige Gestalt, riesenhaft und mit dem kantigen Kopf, verhieß Kraft und robuste Konstitution. Das schnurrbärtige Soldatengesicht bewies jedem, dass er adlig war und alt, dass er erfahren, grau und gemütvoll war. Sein Phlegma wurde als Nervenstärke, als olympische Gelassenheit gedeutet. Seine greisenhafte Schwerfälligkeit als Ausdruck von Würde und Autorität. Frei von intellektueller Blässe, wortkarg, fromm und hausväterlich erschien er als der stille Mann der Tat. Und da er sich nie für einen großen Mann gehalten hatte, wurde es ihm leicht, dafür zu gelten. Zutreffend nannte er sich selbst eine unpolitische Natur. Aber auch das imponierte einer Nation, die in politischer Unmündigkeit gehalten worden war. Militärfromm hob sie in der Stunde der Gefahr nicht einen parlamentarischen Führer auf den Schild, so wie in den westlichen Demokratien, sondern einen Soldaten. Damit das Verhältnis von politischer und militärischer Kriegsführung umkehrend. Das Volk selbst machte Hindenburg zum Idol. Der staatliche Propagandaapparat brauchte kein Heldenbild zu schaffen, sondern nur zu bestätigen, nur zu erhöhen. Die Geschichte des Siegers von Tannenberg musste rührend und überwältigend, aber nicht unbedingt wahr sein. Fotografen, Zeitungsleute und Maler reisten nach Osten, um stellvertretend für das Volk Besitz zu ergreifen von der Person Paul von Hindenburgs. Selbst Beiläufiges wurde kommentiert und kolportiert. Die Anekdote, die wie eine Nachricht vom Olymp gehandelt wurde, verzerrte seine Person zum öffentlichen Lustobjekt. Die Barriere zwischen sich und dem Helden niederreißend, nannte das Volk ihn bald unseren Hindenburg. Liebevoll, vertrauensselig, lüstern nach Identifikation mit dem freudschen Ich-Ideal. Ins Mythologische, ins Magische steigernd, machte die patriotische Gemeinde aus dem Durchschnittsgeneral von Hindenburg einen Helden der germanischen Sage, einen unverwundbaren Siegfried, einen getreuen Eckhart, einen Popanz teutonischer Fantasie.
Der vaterländische Kitsch hatte ein neues Idol und gab es nicht mehr hier. Historische Eitelkeit veranlasste Hindenburg, dem öffentlichen Interesse an seiner Person weit entgegenzukommen. Ruhmsüchtig und geschichtsbewusst bewies er erstaunlich viel Sinn für das Schaugeschäft der Öffentlichkeitsarbeit. Er selbst stilisierte sich zum knorrigen Volkshelden, zur populärsten Generalsfigur nach Blücher und Wrangel. In Wahrheit jedoch hatte Hindenburg mit dem Heroen der nationalen Traumwelt, zu dem er gemacht worden war, nichts gemein. Im Hauptquartier des Oberkommandos Ost führte er das Leben eines Landadligen, das seinem einfachen preußischen Junkergemüt entsprach. Nie hat er, wie Blücher, die Strapazen der kämpfenden Truppe geteilt. Nie, Rang und Stand missachtend, Kontakt zum einfachen Soldaten gefunden. Befangen und patriarchalisch wohlwollend nahm er den Gruß bei flüchtigen Begegnungen entgegen. Er zog es vor, in der Distanz zu bleiben, ohne physischen Kontakt ertragen zu müssen. Nichts aber konnte den tiefen Eindruck mindern, den der siegreiche Greis auf die Nation gemacht hatte. Das Gefühl des Vertrauens und der Zuversicht stand außerhalb jeder Kritik. Hindenburg war in die Höhe des Übermenschlichen entrückt. Die Realität konnte seinem Namen nichts mehr anhaben. Der beispiellose Ruhm zog die Macht nach sich. Im November 1914 war Hindenburg zum Feldmarschall avanciert. 2 Jahre später, am 29. August 1916, dem Jahrestag von Tannenberg, trug ihn der Wunderglaube der Öffentlichkeit an die Spitze der obersten Heeresleitung. Die Autorität des populären Feldherrn Hindenburg verband sich mit der Macht des militärischen Organisators Ludendorff zur obersten staatlichen Gewalt. Die beiden Generale bezogen cäsarische Positionen, nicht als Usurpatoren, sondern Kraft kaiserlicher Ernennung. Ihre Berufung war ein Opfer, das der Monarch der Volksstimmung brachte. Im Februar 1917 feierte Hindenburg in Bad Kreuznach seinen 70. Geburtstag. Das Protokoll entfaltete im Kurhotel Oranienhof ein Szenario, so als sei nicht Wilhelm, sondern Hindenburg der wirkliche Kriegskaiser. Die Spitze des Reiches huldigte dem Stern des deutschen Schicksals, der Traumgestalt des ersehnten Führers. Der altpreußische Monarchist Hindenburg erwies dem Haus Hohenzollern Verehrung und Gehorsam wie immer in seinem Leben. Die Erkenntnis jedoch, dass sein Ruhm und seine Macht die Stellung des Kaisers unterhöhlten, überstieg seine Möglichkeiten. Konservative, alldeutsche Honoratioren drängten heran, um ihm die Idee einer Kanzlerschaft, einer Kriegsdiktatur nahezulegen. Der Feldmarschall lehnte ab. Aus instinktiver Abneigung gegen die Politik, aber auch, weil er im Reichstag nicht reden könne. Dennoch ging die Macht ab 1917 weitgehend auf die oberste Heeresleitung über. Ludendorff bediente sich der Autorität Hindenburgs, um eine Militärdiktatur zu errichten, die der zivilen Führung ihre Entscheidung aufzwang. Der Feldmarschall, persönlich ohne Beziehung zur Macht, deckte die Taten seines Mitarbeiters. Als Galionsfigur gab er der Diktatur Ludendorffs seinen Namen. Seine Autorität reichte aus, 1917 den Kanzler zu stürzen, den unbeschränkten U-Boot-Krieg gegen die Einwände der zivilen Flaumacher durchzusetzen, einen Verständigungsfrieden zu verhindern und Russland einen beispiellosen Gewaltfrieden zu diktieren, dem Volk die Illusion des Sieges zu erhalten und die Nation und sich selbst zu täuschen über die kommende Katastrophe. Das öffentliche Prestige eines alten Generals deckte eine ruinöse Außen- und Innenpolitik der obersten Heeresleitung, der die Nation ohne Widerstand zu leisten gefolgt ist. Die Legende des Siegers von Tannenberg hat den Verlauf und den Ausgang des Krieges entscheidend beeinflusst. Im Felde besiegt, sah sich die oberste Heeresleitung genötigt, die Wahrheit zu offenbaren und um Frieden zu bitten. Ludendorff stürzte noch vor dem Waffenstillstand. Hindenburg blieb und holte General Wilhelm Groener als neuen Gehilfen ins große Hauptquartier. Niemand mochte den Feldmarschall mit der Verantwortung für die Niederlage belasten. Vom Symbol des Sieges wurde er nun zum Symbol der Einheit. An ihm blieb der Ruhmhaften, an anderen die Verantwortung.
Sich auf den Befehl des gestürzten Kaisers berufend, blieb er im Amt, um die Armee in die Heimat zu führen. Das war seine größte militärische Leistung. Wie zuvor Ludendorff machte nun Gröner Politik im Namen des Feldmarschalls. Gröner brachte ihn in stille Partnerschaft mit der sozialdemokratischen Regierung Friedrich Eberts. Ohne eigenes Zutun wurde Hindenburg so zum Geburtshelfer der neuen Republik. Sein Vorbild verpflichtete Armee und Verwaltung. Seine Autorität stabilisierte die Lage der Republik. Gröner handelte stellvertretend für Hindenburg, im Einvernehmen mit dem Feldmarschall, ihn aber gegen die Verantwortung abschirmend. Um Hindenburgs Ansehen zu retten, hat Gröner seinen eigenen unbescholtenen Ruf im Interesse der Nation geopfert. Die Person des Feldmarschalls, so glaubte er, müsse als einigender Faktor erhalten bleiben. Als Zeugnis für die Nachwelt schrieb Wilhelm Gröner diese bekenntnishaften Sätze nieder. Als Mensch ist Hindenburg sicherlich in höchstem Maße verehrungswürdig, aber Feldherr ist er nicht und vom Staatsmann besitzt er nicht die geringste Ader. Ich habe bewusst den Ruhm des alten Hindenburg aus politischen Gründen verbreitet. Es kam mir und meinen Mitarbeitern darauf an, die Waffe blank und den Generalstab für die Zukunft unbelastet zu erhalten. Am 3. Juli 1919, wenige Tage nach dem Abschluss des Versailler Vertrages, trat Hindenburg zum zweiten Mal in den Ruhestand. Wieder zog er sich nach Hannover zurück. Nicht als besiegter General, sondern als Held des Volkes. Der verabschiedete Feldmarschall war sein eigenes Denkmal. Und die Villa in der Seelhorststraße ein Museum seiner historischen Taten. Mehr als 100 Städte hatten ihm die Ehrenbürgerschaft angetragen. Versuche, sein Prestige politisch zu nutzen, wehrte er vorläufig ab. Nur der Dolchstoßlegende, der gefährlichen, der patriotischen Lüge, lieh er seine Autorität. Er wollte die Ehre der Armee retten und wurde so zu einem Instrument der Antirepublikaner. Indem er die Lebenslüge der Reaktionäre und Nationalisten sanktionierte, belastete er sich mit der Verantwortung für die Mordhetze der frühen Weimarer Jahre. Der privatisierende General von Hindenburg blieb eine Hoffnung der konservativen Monarchisten und aller Gegner der parlamentarischen Herrschaft. Die Hoffnung erfüllte sich im April 1925. Eine Koalition der konservativen Rechtsparteien nominierte den Helden des Weltkriegs für das Amt des Reichspräsidenten als Nachfolger des Sozialdemokraten Friedrich Ebert. Seine Nominierung war ein verzweifelter Versuch, die Fortdauer der ungeliebten Republik zu verhindern. Mit seiner Kandidatur verknüpften sich Hoffnungen auf eine monarchistische Restauration, auf eine Rückkehr zum vergangenen Obrigkeitsstaat, auf einen triumphalen Sieg über die Weimarer Koalition. Die Volkstümlichkeit des weißhaarigen Barbarossa sollte der Rechten zum Erfolg verhelfen. Tatsächlich reichte die emotionale Zuneigung der Öffentlichkeit zur Person Hindenburgs, aber auch das Vertrauen in seine Redlichkeit aus, den 77-jährigen Feldmarschall mit einer Mehrheit von 900.000 Stimmen zum Präsidenten der Republik zu machen. Die Fahrt von Hannover nach Berlin glich der triumphalen Heimholung eines siegreichen Monarchen. Deutschlands patriotische Verbände feierten die Proklamation ihres Ersatzkaisers. Hindenburg selber war sich der Motive, die seine Kandidatur befördert hatten, kaum bewusst. Er glaubte, mit seinem Dienst Gefahren vom Vaterland zu wenden, die Nation zu sammeln und zu einigen. Nicht zur jubelnden Menge gehörten die republikanischen Parteien und Verbände. Für sie hatte der Mythos vom Vater des Vaterlandes längst seine Kraft verloren. Hindenburg erschien ihnen als Platzhalter des Kaisers, als Marschall des Bürgerkriegs, der mit der Republik fertig werden würde, wie mit den Russen bei Tannenberg. Die patriotische Legende hatte ihre republikanische Anti-Legende erzeugt. Die Vereidigung des Monarchisten Hindenburg auf die Verfassung von Weimar, die Wahl des nur Soldaten zum Präsidenten, war sichtbarer Ausdruck der demokratischen Schwäche. Ein Plebiszit für den Obrigkeitsstaat. Ein mehrheitlicher Akt der Selbsterlösung von der Mühsal der Politik. Nicht die Verfassungstreue und Redlichkeit des Präsidenten kann in Frage gestellt werden.
wohl aber die politische Vernunft jener, die ihn wählten. Der Legende vertrauend, erhofften sie politischen Frieden von einem Volkshelden, dessen Abneigung gegen die Politik notorisch war, dessen monumentale, den Glanz der Vergangenheit symbolisierende Gestalt jedoch das Gefühl erwärmte und die Gegenwart zu verklären schien. Westlich von Hohenstein in Ostpreußen war, nach dem Vorbild mittelalterlicher Ordensburgen, ein gewaltiges Denkmal der Tannenbergschlacht entstanden. Seine Einweihung am 18. September 1927 offenbarte Möglichkeiten, aber auch Grenzen der Hindenburgschen Präsidentschaft. Die Rechte blieb unter sich. Republikanische und jüdische Kriegervereine waren ausgeschlossen worden. Schwarz-Weiß-Rot beherrschte eine Kundgebung, die weniger der nationalen Sammlung als die Mobilmachung gegen die parlamentarische Demokratie dienen sollte. Die sozialdemokratische Regierung Preußens hatte es deshalb abgelehnt, an der Feier teilzunehmen. Reichspräsident von Hindenburg dagegen sah keinen Grund, sich die Teilnahme zu versagen. Er ertrug die bewusste Brüskierung durch Erich Ludendorff, der ihm den persönlichen Verrat und das Bündnis mit der Revolution nie verzieh. Hindenburg identifizierte sich mit der historischen Vergangenheit. Aber er respektierte seinen Eid auf die republikanische Verfassung. Seine Rede, die er einige Jahre später für die Kameras wiederholte, richtete sich gegen die These von der deutschen Kriegsschuld, nicht aber gegen den Parlamentarismus und die Republik. Die Anklage, dass Deutschland schuld sei an diesem größten aller Kriege, weisen wir, weist das deutsche Volk in allen seinen Schichten einmütig zurück. Nicht Neid, Hass oder Eroberungslust gaben die Hand. Der Krieg war uns vielmehr das äußerste, mit den schwersten Opfern des ganzen Volkes verbundene Mittel der Selbstbehauptung einer Welt von Feinden gegenüber. Reinen Herzens sind wir zur Verteidigung des Vaterlandes ausgezogen. Und mit reinen Händen hat das deutsche Heer das Schwert geführt. Deutschland ist jederzeit bereit, dies vor unparteiischen Richtern nachzuweisen. Die Erwartungen der konservativen Rechten, Hindenburg werde das Parlamentarische durch ein autoritäres Regime ersetzen, er werde die Deichsel nach rechts drehen, wie der Kammerherr von Oldenburg und Janoschau meinte, diese Erwartung wurde rasch enttäuscht. Die Präsidentschaft des alten Feldmarschalls leitete eine Phase der Konsolidierung ein. Die Feier seines 80. Geburtstages am 2. Oktober 1927 verschaffte auch der Republik Spuren von Glanz und Honorigkeit. Die Idolisierung des Siegers von Tannenberg verlor ihren antirepublikanischen Effekt. Gegen den Widerstand seiner verbitterten Freunde, Standesgenossen und Kriegskameraden deckte Hindenburg die versöhnliche Außenpolitik von Gustav Stresemann, den Pakt von Locarno, Deutschlands Eintritt in den Völkerbund sowie die abschließende Regelung der Reparationen im Young-Plan 1929. Stresemann hat den Präsidenten von Mal zu Mal überzeugen, hat ihn mit Argumenten wappnen müssen gegen die Polemik der Rechten. Aber er hat Einsicht und Standfestigkeit gefunden. Hindenburg hat Stresemanns Außenpolitik loyal geduldet. Hindenburg fühlte sich in seinem Amt einsam und verlassen. Die Anfeindungen von Seiten seiner Freunde, die ihn einmal zur Annahme der Präsidentschaft bewegt hatten, deutete er als einen Mangel an Disziplin, als einen Affront gegen sich selbst. Er glaubte sich von den Konservativen und Nationalisten in Stich gelassen. Der Bruch war schmerzhaft, denn die Rechte begannen, jenes Heroenbild zu demolieren, das sie selbst verbreitet hatte. Der Präsident, so hieß es, sei hilflos und senil. Gemeinsam mit seinem Sohn Oskar sei er in der Hand der Partei der Deserteure, ein willenloses Werkzeug einer ehrgeizigen Clique von Jesuiten und Marxisten. Die eigenen Freunde propagierten die Anti-Legende. Die Weimarer Koalition dagegen, Zentrum, Demokraten und Sozialdemokraten unter Führung von Heinrich Brüning, bemächtigte sich nunmehr der Heroenversion.
Für die Präsidentschaftswahl im März 1932 brauchte sie einen General, um den Gefreiten Adolf Hitler zu schlagen. Aus republikanischer Notwehr sanktionierte die Weimarer Koalition gegen besseres Wissen die Legende vom Stern des deutschen Schicksals, vom charismatischen Führer, von der nationalen Schicksalsfigur. Hindenburg war kein Staatsmann, noch gab er vor, einer zu sein, bezeugte Brüning später im Exil. In der Stunde der Not aber, im Wahlkampf gegen Adolf Hitler 1932, nannte Brüning ihn einen gottgesandten Mann. Prälat Kahrs, der Führer der Zentrumsfraktion, sprach vom würdigsten, den eine deutsche Mutter für die Notzeit geboren. Und Preußens sozialdemokratischer Ministerpräsident Otto Braun pries ihn als einen Menschen reinen Wollens und abgeklärten Urteils. Heinrich Brüning und die Weimarer Koalition bestätigten den Mythos Paul von Hindenburgs, nachdem die Rechte ihn zu zerstören begann. Die Umkehrung der Freund-Feind-Beziehungen machte nun die Republikaner zu Nutznießern seines Ruhms. Der Name des Feldmarschalls hat auch daran keinen Schaden genommen. Um die Anti-Legende der Nazis und Konservativen zu entkräften, veranlasste man Hindenburg zu einem Besuch beim Berliner Wachregiment. Auf dem Exerzierplatz in Moabit erwarteten ihn die Kameras der Wochenschau. Filmaufnahmen der Parade sollten jedem beweisen, dass der Held von Tannenberg nichts von seiner physischen und geistigen Kraft verloren hätte. Aus Pflichtgefühl gegen das Vaterland, aber auch aus Sorge um seinen Namen, auf den ein Schatten gefallen wäre, wenn er Hitler kampflos den Platz geräumt hätte, ließ sich Hindenburg nach langem Zögern erst zu einer zweiten Kandidatur bewegen. Aber die Sorge verließ ihn nicht, von der falschen Seite nominiert worden zu sein. Seinen konservativen Freunden fühlte er sich zugehörig, auch wenn er vorgab, jenseits der Parteien zu stehen. Wir stehen vor schweren Aufgaben. Nach außen ringen wir um unsere Freiheit und unser Recht, im Innern um Arbeit und Brot. Nach wie vor wird es mein Ziel sein, als gerechter Sachwalter des gesamten Volkes über den Parteien stehend, alle Deutschen hierfür zusammenzuschließen. Ich baue dabei auf den gesunden Sinn des deutschen Volkes, dessen Geschichte lehrt, dass es sich auch in früheren Zeiten der Not und Gefahr einig unter eine starke und von nationalem Willen beseelte Führung gestellt hat. Erst im zweiten Wahlgang wurde Hindenburg mit 53% der Stimmen in seinem Amt bestätigt. Ein müder alter Mann, auf dessen Schultern die Verantwortung für das Schicksal der Republik lag, nahm im Oktober 32 die Glückwünsche seiner Enkelkinder zum 85. Geburtstag entgegen. Du musst deinem Namen besondere Ehre machen. Mal mal dran erkehrt. Sieht mal die schönen Blümchen alle. Was macht denn Paulchen? Hat er schon gesungen? Ja. Ja, singt er schön? Ja. Na, siehst du, das ist nett. Nur der engsten Umgebung erkennbar, zeigten sich Spuren zunehmender Vergreisung. Der englische Diplomat Harold Nicholson fasste schon 1928 einen Besuch bei Hindenburg in dem sarkastischen Satz zusammen: Für sein Alter ist er großartig, weder taub noch blind. Sein Eindruck auf die Zeitgenossen aber war unvermindert. Viele spürten ein Gefühl der Unsicherheit, wenn sie Hindenburg gegenübertraten, wie Theodor Eschenburg bezeugt hat. Hindenburg wusste um das Geheimnis seiner Wirkung. Er spürte, dass er zu dieser Wirkung nur dann besonders fähig war, wenn er in Form war und Haltung annahm. Dies in Form sein war für ihn auch eine Pflicht, die er ernst nahm. Was er sagte, mochte vielfach primitiv sein. Er sprach es aber mit Würde aus. Ein anderer Zeitgenosse, John Wheeler Bennett, hatte den Eindruck einer riesigen mechanischen Puppe, die auf das Auslösen der Feder wartete, um sich in Bewegung zu setzen. Dieser Augenblick der Schwebe schien Wheeler Bennett symbolisch. Der Moment,
in dem der Geist sich noch formbar zeigte und auf einen Anstoß wartete. War der erfolgt, begann der unmittelbare und energische Vormarsch in die Richtung, die Dienst und Pflicht ihm wiesen. Selbst im Urlaub gelang es ihm nicht, aus seiner historischen Rolle herauszutreten. Er blieb im Dienst, angespannt und mit geradezu hoheitsvoller Bescheidenheit seine Wirkung kontrollierend. Ein müder, einsamer Mann, der sich zurücksehnte in das junkerliche Milieu Altpreußens und in den Freundeskreis seiner Standesgenossen. Widerstrebend trug er die Last seiner Popularität. Er erfüllte seine Pflicht. Routiniert, mechanisch, ohne Interesse für das persönliche Schicksal der Menschen. Im bayerischen Dietramszell, wo er regelmäßig seinen Jagdurlaub verbrachte, zeigte sich erkennbarer Mangel an Enthusiasmus für den prominenten Gast aus Berlin. 1932 stimmte die Mehrheit des Dorfes für Hitler und nicht für Hindenburg. Nur in Ostpreußen und im Umkreis des Familiengutes Neudeck schien sich die Distanz zum Volk gelegentlich zu verkürzen. Der Gutsherr von Neudeck und Langnau. Hoch! 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 Und nun wollen wir aber. Hier wollte er nicht Präsident, sondern patriarchalischer Gutsherr sein. Immer aber blieb er Patriot und moralische Anstalt. Einig sein in Liebe und Treue zu ihm, dann wird Gott der Herr auch seine schirmende Hand über unser Vaterland immer halten. Und bekräftigt das mal mit mir zusammen in dem Rufe: unser teures deutsches und preußisches Vaterland. Hurra! 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 Unser Herr Reichspräsident und Generalfeldmarschall, ihr Leben. Hurra! Vielen Dank für die Worte und die ganze Begrüßung. Ich habe zu danken für treue Arbeit und kann nur die Bitte hinzufügen, dass das Verhältnis immer so zwischen uns bleiben wird, wie es heute ist. Treue und Treue und Liebe zum Vaterland. Der konservative Altpreuße von Hindenburg mochte die Allianz mit der Weimarer Koalition nicht lange ertragen. Er war besorgt um sein Ansehen bei den richtigen Leuten, um sein Bild in der Geschichte, das makellos und ohne Schatten sein sollte. 5 Wochen nach der Wiederwahl zum Präsidenten entließ er Reichskanzler Heinrich Brüning, der seinen Wahlsieg über Hitler erst ermöglicht hatte. Hindenburg wünschte die Aussöhnung mit der Rechten. In der neuen Regierung Franz von Papen besetzte der konservative Adel wieder die Schlüsselstellungen der Macht. Wirtschaft, Professor Warmbold. Inneres von Geil. Äußeres von Neurath, Ernährung von Braun, Finanz Graf Schwerin Krosigk, Verkehr von Elz Rübenach, Justiz Dr. Gürtner. In einer der schicksalsvollsten Stunden der deutschen Geschichte hat mich der Herr Reichspräsident beauftragt, die neue Regierung zu bilden. Nicht als Parteimann, sondern als Deutscher bin ich seinem Rufe gefolgt. Nach dem Sturz der Regierung von Papen, dem Sturz der Regierung von Schleicher, nach 2 Reichstagswahlen im Juli und im November 1932, wurde Hindenburg im Januar 1933 von Freunden und Beratern nach langem, respektablem Widerstand dazu gebracht, Adolf Hitler zum Reichskanzler zu ernennen. Der Verdruss des alten Präsidenten über die Selbstblockade der Weimarer Politik gegen Regierungskrisen und Neuwahlen war schließlich größer geworden als die Abneigung gegen den böhmischen Gefreiten. Jetzt, nach der Machtergreifung der Nationalsozialisten, gewann Paul von Hindenburg das Vertrauen der gesamten Nation, mit Ausnahme der Kommunisten. Der Glaube an ein Idol, genährt von denen, die es besser hätten wissen müssen, ließ die entmachteten Parteien von Weimar darauf hoffen, dass der alte Held von Tannenberg nichts von seiner Tatkraft eingebüßt habe und Hitler irgendwie in Schranken halten würde. Das Vertrauen in seine legendäre Macht war niemals größer als jetzt im Augenblick der Gefahr, in dem die republikanischen Wähler, die ihn vor einem Jahr gegen Hitler gewählt hatten, sich an ihn wandten mit der Bitte um Schutz und um Gerechtigkeit. Die Nazis, die den Präsidenten seit Jahren als Verräter, als alten Tatter diffamiert hatten, überboten sich nun im Zeichen des Respekts und der Verehrung. Wie ruhmvoll, so schrieb Hermann Göring, ist der alte Feldmarschall als Instrument in der Hand Gottes gebraucht worden.
Die Kanonisierung des Präsidenten von Hindenburg verschaffte dem nationalsozialistischen Regime den Mantel der Legitimität. Glockengeläute von allen Kirchtürmen Deutschlands verkündete am 21. März 1933 die Vermählung zwischen den Symbolen der alten Größe und der jungen Kraft, wie Adolf Hitler den Tag von Potsdam verstanden wissen wollte. Das Regime inszenierte die Weihe der nationalen Erhebung. Hindenburg war ihr Schirmherr geworden. Heute versammelt haben, mahnt uns zum Rückblick auf das alte Preußen, das in Gottesfurcht durch pflichttreue Arbeit, nie verzagenden Mut und hingebende Vaterlandsliebe groß geworden ist und auf dieser Grundlage die deutschen Stämme geeint hat. Die Regierung der nationalen Erhebung ist entschlossen, ihre vor dem deutschen Volk übernommene Aufgabe zu erfüllen. Sie tritt daher heute hin vor dem Deutschen Reichstag mit dem heißen Wunsch, in ihm eine Stütze zu finden für die Durchführung ihrer Mission. Der Feldmarschall und der Gefreite. Das alte und das neue Deutschland durch den Handschlag der Kameradschaft vereint. Das war das Bild, das sich dem Gedächtnis der Nation einprägte. Zwei Tage danach billigte eine Zweidrittelmehrheit des Reichstages die Ermächtigungsgesetze. Die Staffage von Potsdam verstellte den Blick auf die Realität der totalen Machtergreifung. Geblendet vom Glanz der nationalsozialistischen Heldenverehrung und geschwächt von den Gebrechen des hohen Alters, hat Hindenburg seinen Auftrag, Hüter der Verfassung zu sein, nicht erfüllt. Die Hoffnung des Volkes, die Autorität des Feldmarschalls werde das Schlimmste verhüten, wurde tief enttäuscht. Denn die Glorifizierung seiner Person und seiner historischen Taten verhüllte nur die Resignation und Ohnmacht, die seine Lage kennzeichnet. Die Schilderhebung durch das Regime machte Adolf Hitler zum Nutznießer seines Ruhms. Herzlich begrüße ich die deutsche Jugend. Ihr seid unsere Zukunft. Ihr müsst einst das Erbe der Väter auf eure Schultern nehmen, um es zu erhalten, zu festigen und auszubauen. In diesem Willen lasst uns zusammenrufen, Deutschland, unser geliebtes Vaterland, hurra! Deutsche Mädchen, unser Reichspräsident, Generalfeldmarschall von Hindenburg, hoch! 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 Isoliert, ohnmächtig, vom Regime ehrenvoll entmündigt, hat Paul von Hindenburg sein letztes Lebensjahr zumeist auf dem Gut Neudeck in Ostpreußen verbracht. Nach 70 Jahren ehrenvoller Pflichterfüllung für Preußen und das Reich waren die Kräfte des nun 87 Jahre alten Generals erschöpft. Am 2. August 1934, vormittags um 9 Uhr, ist er in Neudeck gestorben. Genau 20 Jahre nach dem Ausbruch des Weltkrieges, der den namenlosen, pensionierten General zur deutschen Schicksalsfigur gemacht hatte. Gegen den Willen des toten Volkshelden, der um ein prunkloses Begräbnis ohne politische Reden gebeten hatte, ordnete die nationalsozialistische Regierung ein pompöses Staatsbegräbnis an, um noch einmal den Ruhm des Feldmarschalls dienstbar zu machen, zur Glorifizierung der eigenen Herrschaft. Adolf Hitler nannte Hindenburg noch einmal den Schirmherrn der nationalsozialistischen Revolution, den Namen des Feldmarschalls missbrauchend und seinen Mythos in die Geschichte der braunen Bewegung einbringend.
die Trauer der Menschen, die an die geschichtliche Sendung, an die außergewöhnliche Kraft Hindenburgs geglaubt hatten, war tief und echt. Aber auch Angst wurde spürbar, nun der Diktatur Adolf Hitlers schutzlos ausgeliefert zu sein. Anders als Bismarck und Stresemann, die erst nach ihrem Tode zu historischem Ruhm gelangt sind, ist Paul von Hindenburg schon zu Lebzeiten glorifiziert und verehrt worden. Sein Nachruhm aber ist rasch verblasst. Am 20. Januar 1945 überführten deutsche Soldaten die Särge Paul von Hindenburgs und seiner Frau von Tannenberg nach Potsdam. Zum Schutz vor Bomben wurden sie von hier in ein Bergwerk in Thüringen geschafft. Amerikanische Offiziere ließen sie vor der Übergabe Thürings an die Sowjets nach Marburg bringen. Das achteckige Denkmal für den Sieg von Tannenberg wurde 1945 von deutschen Soldaten gesprengt. In der Elisabethkirche in Marburg erinnert eine Grabplatte an den Feldmarschall und Reichspräsidenten Paul von Hindenburg. Am kommenden Mittwoch um 21.50 Uhr zeigen wir Ihnen den fünften Teil unserer Dokumentationsreihe Weimarer Köpfe. Darin beschäftigen wir uns mit dem Ende der Weimarer Demokratie und dem Staatsmann, der in dieser Zeit die politischen Entwicklungen entscheidend mitbestimmte, Heinrich Brüning.